Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Heroes. Und ja, wir haben neue Aufgaben und zwar Spiele, um einen neuen Pflanzenhelden freizuschalten. Da hätte ich gerne einen. Und gewinne ein Spiel mit einem Pflanzenhelden. Kriegen wir 100 Dings, da können wir auch noch was kaufen. Spiele 5 Pflanzen, die ja kommen. Wir starten erstmal hier das mit dem Pflanzenheld. Warte. Nein, ups. Jetzt bin ich irgendwo drauf gekommen. Ups. Was sind denn hier Heldenaufträge? Ah, das ist nicht interessant. Gut. Okay, heute werden wir uns mal die Pflanzenmission angucken. Wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet. Und wir nehmen nicht grüner Schatten. Nein. Wir nehmen. Wo kann man das ändern? Ach, da. Warte mal. Ah, jetzt bin ich verwirrt, weil ich hatte das schon mal gespielt. Und da war ich schon weiter als grüner Schatten. Jetzt dachte ich, wir haben schon die Sonnenblume. Ah. Okay, Eingehende Nachricht von Debbie Dave. Betreff und Wichtigkeit. Verstau besser die Gartendeko. Es sind Wichtige im Anmarsch. Okay, los geht's. Go, laden. Ich hasse es, wenn es lädt. Okay, grüner Schatten oder wie du heißt. Dann zeig mal so, was du kannst. Da Unentwicklichkeit. Willst du jetzt ein Geheimnis erfahren? Jeder Held hat seinen eigenen einzigartigen Kampfstil. Unentwichtigkeit schicken gerne viele kleine Teamkameraden in der. Ah, das ist nur in der mittleren Reihe, da kann ich jetzt nichts machen. Hm. 4 Schaden. Okay, wir setzen da einen hin. Wir setzen hier die Spezialfähigkeit. Greif jetzt auch den Dings-Helden an. Nein? Och, schade. Okay. Go, Power Rangers. Okay, dann mach mal deinen Zug-Zombie. Okay. Warte, da machen wir erstmal hier einen hin. Und dann machen wir da noch einen hin. Okay, jetzt spielt er seinen Zombie-Trick. Oder nicht? Okay, wir machen Schaden. Das ist very nice. So, komm, mach. Hey, warum gibt er das nicht aus? Ich verstehe es nicht. Okay, machen wir die hier. Und sonst kann ich nichts mehr. Gut. Hä, warum spart ihr das auf? Wollen uns die Entwickler uns das einfach machen? Oder doch nicht? Interessant. Aber ich komme jetzt auch so auf die Pflanzen da. Okay, was kannst du denn? Der Hammer. Na, ich will gucken. Aber ist normal, okay. Aber der macht ziemlich viel Schaden. Dann nehmen wir den mal. Und er setzt wieder nichts, okay. Hey, warum durfte er zweimal angreifen? Ah, okay, noch ein Bonusangriff. Okay, dann setzen wir mal hier an, greift hier und nebenan an. Und das war's. Guck mal, der kaut Fingernägel. Verursacht 2 Schaden, damit ist die Pflanze leider kaputt. Gewonnen. So gefällt mir das.
Und jetzt können wir dann endlich auch den Held freischalten, den ich jetzt gerade machen wollte. Okay, Belohnung 15, haha. So Medaillen. Und dann sammeln wir ein, bam, bam. Ich dachte, wir wären weiter, okay. Spiele, um das Zombie auf Warte freizuschalten. Okay. Spiele 2, okay. An alle Helden. Ja, hier wollte ich eben Sonnenfackel nehmen, weil ich war auch schon mal so weit, dass ich Sonnenfackel habe. Und Super Dao, den finde ich nicht so cool. Ich nehme auf jeden Fall die Sonnenblume, die ist relativ fresh. Und ja, 20 neue Blütenbogenkarten, weil die haben jetzt auch Kategorien. Ne? Hier kommt Sonnenfackel, etwas Hilfe gefällig. Boah, eine feurige Blume. Die ganze, die Hitze auftritt. Perfekt. Oh, guck mal, jetzt wir tun die noch so Marshmallows auf der Grillen. Das ist so eine coole Pflanze. Ohne Witz, ich glaube, ich nehme die als Profil von meinem YouTube-Kanal. Die sieht so cool aus. Okay, mach ab. Ja, ich weiß, wie man das macht. Ich habe das schon mal gespielt. Okay, Sonnenfackel. Oh, ich liebe diese Pflanze. Ich liebe die einfach nur. Okay, der Stack ist voll. Ich hatte ja auch mal so, es gibt ja Kategoriekarten. Normal, selten, super selten. Ich hatte mal eine legendär. Und die habe ich nie benutzt, weil ich die nur einmal hatte. Also ich habe die nicht dran bekommen. Okay, kaufen wir uns erstmal das Premium-Paket. Da können auch Legendäre dabei sein. Okay. Wollen wir mal gucken, was hier so drin ist. Also Premium ungewöhnlich. Ein paar Pflanzen. Hä, was sind das für meine? Oh, guck mal, eine Rakete. Okay, Premium selten. Eine Superkraft. Premium super selten. Haben wir eine Pflanze? Okay. Und da kommen jetzt noch Legendär und... Ah, oh, was weiß ich. Also wir haben eine neue Superkraft. Das gefällt mir. Okay, für dich haben wir hier Benachrichtigung. Okay, hier können wir auch noch ein Paket frei machen. Ist gratis sogar. Ich nehme an, das kriegt man ein paar immer halt gratis. Oh, das ist so, ja, ich glaube, wir kriegen alle so drei normal. Das sind, ist, glaube ich, nicht viel drin. Hä, was ist das für ein Grabstein? Hä, was ist das für ein Pilz? Ein Kuchen? Oh, wir kriegen ganz viele Zombies. Ich bin gerade voll verwirrt. Ah, für Zombie, die für unsere Zombie-Decks haben wir auch was bekommen. Okay. Hey, ich kenne fast keine. Okay. Okay, sonst gibt's nichts mehr. Nein. Weil die steht für dich und da ist nichts. Okay. Dann machen wir die Pflanzenmission da klar weiter. Aber warte mal. Warte mal, erst will ich mal gucken, was sind die Aufträge? Oh nein, ich will nix. Aufträge, Spiele, oh Zombie, das kommen wir noch was. Gewinne als Sonnenfackel, kriegen wir 40 Juwelen, Spiele 5 Pflanzen, die 5 Sonnen oder mehr kosten. Okay. Heldenaufträge, Spiele 2 von grünen Schatten, Superkräfte, okay. Ja, okay, Pflanzenmissionen, let's go. Okay, wir gehen erstmal hier nochmal zum Anpassen. Haben wir hier was Neues? Was macht denn der Pilz hier? Information. Effekt plus 2 Schaden für jede andere Pflanze. Oh, der ist relativ gut. Was tun wir da voraus? Hier den haben wir nämlich 4-mal. Tun wir mal einen raus. Tun den rein. Okay, was macht die hier? Wenn du diesen Zug mindestens Sonnen verdienst, das Effekt plus 1. Oh, kann man auch mal mitnehmen. Die sind eigentlich ganz gut. Die Sonnen, die benutze ich fast gar nicht. Nimm hier von die mal 2 rein. Und das sind hier so Stein-Sonnenblumen. Du hast diesen Zug plus. Nee, brauche ich nicht. Okay. Was gibt es hier für Fähigkeiten? Bei jeder Superblock erhältst du ein Grad. Ja, weißt du. Du sagst 2 Schaden, Duells plus 1 für das restliche Spiel. Sonnenbrand, okay.
Ein Zombie erhält minus 2. Verbrannte Erde, alle Zombies auf dem Boden erhalten minus 1 und mehr Spawn. Ich schaffe 2 Champignons. Oh, das sind eigentlich ganz coole Fähigkeiten. Oh, das ist so eine geile Pflanze, ey. Okay, weiter geht's. Gegen den Rostbolzen. Ich glaube, der ist rostig. War der schlecht. Boah, wie sieht denn der aus? Okay, was ist für, kriegen wir für eine Fähigkeit? Ach, dieses Sonnending hier. Schon gewusst, Rostbolzen hat seine Rüstung vom Schrottplatz. Er ist trotzdem ein echt harter Blechbüchse. Er wird versuchen, deine Pflanzen die Kraft zu rauben, sodass du seine super starken Zombies nicht besiegen kannst. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Verursacht 2 Schaden, du hältst plus 1 für das restliche Spiel. Das heißt, wenn der 3 kriegt, kriege ich 4 dazu. Komm, lass das erstmal machen. Und brenne erstmal schön. Ist wie nice, wie er seine Brille noch runterzieht, dass er seine Augen schont. Okay. Okay, wir kriegen die Pilze. Die sind relativ cool. Und zwar tun die sich ja nach vorne machen. Und hat, also guck, also das da kommt jetzt noch ein anderer Pilz. Das ist eigentlich relativ cool. Und was macht das? Verursacht 3 Schaden. Da tun wir das mal auf diesen Held hier verschieben. Und angreifen. Er schafft eine Weltraumkette Zombies. Kommt da jetzt immer Zombies raus? Oh, das ist ja doof. Okay, was macht das? Warte, 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 macht das? Was macht das? Nix, okay, dann machen wir das. Wenn eine Pflanze mit Teamfähigkeit ist, plus 2. Und wir haben eine Pflanze mit Teamfähigkeit. Hallo? Machst du auch mal was? Oh Gott. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, das ist so ein Felsen. Den habe ich noch nicht gesehen. Cool. Hä, der hat einen Toaster. Habt ihr das gesehen? Interessant. Ziehe eine Karte. Ach, für den. Was macht das nochmal? Für jede andere Pflanze plus 2 Angriff. Macht das und das hier zum mal bloggen. Gut. Ach, weil je mehr Pflanzen ich drauf habe, je mehr Schaden macht der. Ah, da. Alter, der ist richtig gut. Versteht, ich habe eine Pflanze drauf, das heißt, der macht einmal plus 2. Wenn ich jetzt 10 Pflanzen hätte, macht der 10 mal plus, macht der 20 Schaden. Das ist richtig heftig. Okay. Zu Beginn heile deinen Helden 1 Punkt pro Blume. Auch cool. Okay. Oh, mir gehen die Karten aus. Oh, ich wollte schon sagen, dass er nicht angreift. Der greift an. Also ich wollte schon sagen hier. Gepanzert. Hey, was ist denn das? Was heißt denn gepanzert? Heile 6 Punkte deines Heldens. Das ist auch eine coole Fähigkeit. Was? Da kommt Fisch aus dem Eimer. Ich glaube, der ist richtig stark, der Eisen-Zombie da. Okay, da setze ich erstmal den. So, das ist gekontert. Teamfähigkeit. Und dann den. So, und jetzt mach Bonus. Oder muss ich den zuerst sitzen? Probieren wir mal gleich mal aus. Oh, wie die Fische da rauskommen, ey. Ja, ich verstehe das nicht mit dem gepanzerten Herz da. Ein Zombie hat plus 5 Leben. Weißt du, wie schwer der ist, kaputt zu machen? Spiel. Es sei denn... Versuch 3 Schaden. Will ich das auf das tun? Nee, ich gehe auf den Boss. Ich muss, wenn der kaputt ist, ist alles gut. Okay, kleine Pilz. Kleine Giftpilz. Hey, ich verstehe das nicht, dass das als schützt. Okay, wir haben aber, wir haben es gleich. Okay. Oh, die Pflanze ist auch cool, die wir gerade bekommen haben.
Die tut nämlich alle Pilze, haben wir gerade nicht. Muss ich ja da hinsetzen. Okay, kämpfen. Ja, ich verstehe das nicht mit dem Herz. Jetzt hat er mal eins wegbekommen. Okay, wir haben es aber gleich. Oh, mir gehen die Karten aus. Der hat noch so viele Karten, ich habe keine mehr. Zu Beginn heil deine Helden. Ja, ich kann das nur noch setzen, aber gegen was? Der macht drei Schaden, der macht auch drei Schaden. Ah, mach ich erstmal hier. Haben hier noch 20 Leben. Okay, wir haben es gleich. Wir haben es gleich, Leute. Ach, das geht durch. Das heißt, er greift den Zombie an und auch noch dahinter den Zombie. Boah, das ist eine gute Pflanze. Okay, Belohnung 15 Medaillen oder was das ist. Spiele 5 Pflanzen, diese 5 sollen kosten. Okay, sammeln wir erstmal ein. Okay, weiter. Gibt's neue. Was? Spiele 2. Superkräfte, okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein Level. Ich habe gerade richtig Bock. Okay, gut festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Pop, pop, pop. Wichtig, soweit das Auge reicht. Okay, anscheinend sind gerade im Park. Ah, jetzt kommt der kleine Mal da wieder. Oh, ich muss Akku anschließen. Mache ich nicht. Okay, tschüss. Was ist das nochmal? Ein Zombie erhält minus 2. Werde ich dafür einsetzen. Okay. Okay, er setzt den. Dann würde ich sagen, wir setzen den, weil der überlebt das auch noch. Blub. Ich liebe Fähigkeiten. Plus 3, ja, dann überlegt er es jetzt nicht mehr. Aber das war Schwachsinn, der ist jetzt so oder so jetzt tot. Okay. Was macht das? Okay, Rasierklingen. Okay, go. Halten wir aus. Jetzt kommt so eine Rasierklinge oder was das ist. Ah, ich glaube, ich weiß, warum eine Rasierklinge ist. Wenn das angreift, kriegt es immer mehr Schaden dazu. Ah, das ist clever. Okay, verursacht 3 Schaden. Dahin wäre es Verschwendung. Will ich das überhaupt setzen? Ich mach das. Okay, go. Oh, voll unfair, dass sie Tricks haben. So, dann ma ja, wir machen Schaden. Das gefällt mir. In der Tat. In der Tat, meine lieben Freunde der modernen Unterhaltung. Das. Ja. Okay, so. Weil der geht ja durch, wenn er jetzt eine Pflanze dahin, einen Zombie hinsetzen würde, würde das die Pflanze angreifen und den Helden. Das ist eigentlich relativ stark. Das gefällt mir. Er schafft einen Hintergrund hinter seinem Hintergrund. 3 Schaden. Okay, ich mach jetzt mal das. Und. Hey, das war vor Verschwendung. Ich tue die Karte weg und krieg dafür wieder ein Dings wieder. Oder krieg ich jeden Zug ein, weil das wäre sinnvoller. Da hat er sich geschützt. Oh, ups. Oh, jetzt hat er einen Grabstein da auch noch. Und jetzt haben wir zweimal hier diese Erbsen oder was da das hier Früchte. Okay. Mach ich jetzt mal das. Und verursacht 3 Schaden. Das tun wir mal da drauf. Und dann machen wir das nochmal. Ich meine, wieso auch nicht? Ja, jetzt hat er den wieder selben gespawnt. Ist ja Schwachsinn, hat er jetzt nochmal das.
Okay, gib dir Mühe. Wir gewinnen das, weil ich so klug bin. Boah, ich muss mal beeilen. Ich will noch was im Fernsehen gucken. Ups, ich komme wieder drauf. Guck mal, hier der zerstört ja alle Pflanzen. Also, wenn also alle. Warum kann man nicht das auf den Zombie-Helden ersetzen? Okay, ich würde sagen, das war's für dich. Tschüss. Ah, er schützt sich nochmal. Unendliche Kanonen. Ein Leben. Kriegst du das hin, kleiner Gefilz? Danke. So gefällt mir das. Einfach hart drauf. So, Sieg für die Pflanzen. So. Oh, okay, wir kriegen wieder 20 Juwelen. Das gefällt mir. Nochmal 10. In voller Blüte spielte 3 Blumen. Setze die Flower Power von Sonnenfackel frei und... Okay, ich konnte nicht fertig lesen. Nein, ich bin nicht euer Held und behelfe euch nicht. Okay. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und warte, noch nicht. 9 Missionen in 3 Stunden, okay. Heldenaufträge habe ich 3. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay, verstanden, okay. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns in der nächsten Clash of Clans, Clash Royale oder Planet of Zombies. Ich würde sagen, bis dann, Leute. Haut rein und